So, jetzt ist es soweit und der erste Selleriesaft wird ausprobiert. Dann schauen wir mal, was das Gerät kann. Ja. So, dann haben wir hier das Gerät, wir haben den Sellerie und dann schalten wir das Gerät mal an. So, es läuft. Hier kann man, wie gesagt, die Gegenpressdruck einstellen. Dann machen wir mal hoch, schauen wir mal, wie es läuft. Am anderen Ende zuerst, weil sonst hast du nichts zum Drücken. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich hab ja. Jedenfalls. Ja, aber jetzt kannst du erstmal nachdrücken mit den anderen Stängeln. Es tropft! Es tropft, die ersten Tropfen kommen. Und da vorne kommt der Abfall raus. Der sieht ganz schön durchgemergelt aus. Und der ist tatsächlich ziemlich trocken. Oder nicht? Das ist ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an deinen, wie heißt das Ding im Garten, wo man die Äste so durchjagt? Häcksler. Der Häcksler. Ja, genau. Erinnert mich ein bisschen sehr an den Häcksler. Ja, der war ein bisschen schneller. Ja, aber du hast auch länger gebraucht. So ein Heckenschnitt war 3 Tage Häckseln angesagt. Das waren auch 70 Meter Hecke. Und es kam kein Saft raus, es kam nur hier dieses Bröckelzeug raus. Ja, bester Kompost kam raus. Also, Vorstufe. Ah ja, aber Saft füllt sich langsam. Gehen wir nochmal in die Nahaufnahme. Der hat eine ziemlich grasgrüne Farbe. Ja, das heute ist quasi die erste Verprobung. Wir wollen dann in den Herbstferien mal so einen 9-Tages-Kur machen, quasi den Körper entgiften. Und da soll man jeden Tag so ein halbes Glas, einen halben Liter Selleriesaft trinken. So, jetzt müsste man noch googeln, was man mit dem Zeug hier macht. Trocknen. Nee, trocknen und mahlen und ab in meine Gemüsebrühe. Selleriepulver, natürlich, das hauen wir nicht weg, bei uns wird nichts weggeschmissen. Da ist der Geschmack nicht mehr dabei wahrscheinlich. Doch. Ich werde das ausprobieren und werde euch wissen lassen, was daraus geworden ist. Ich schaue das in den Dörrautomat. Das ist ein recht kleiner Dörr, man muss die Ausflugstelle. Aber der Router geht natürlich die Inhaltsstoffe. Egal, ich probiere das aus, das kommt in den Dörrautomat und wird danach gemahlen. Und dann gucken wir mal, ob man das nicht noch, entweder kann man das auch noch Smoothies wieder beitun. Weil die guten Ballaststoff und Zeug sind jetzt natürlich in dem trockenen Ding drin. Die quetschen sich ja nicht mit raus. Die hängen ja in den Fasern fest. Das probieren wir aus. So. Es geht wenigstens schnell zu trocknen. Das kann ich jetzt gleich zu den Kakis mit dazu hauen, die sowieso schon drin sind.
So, laut Anleitung haben wir das jetzt noch so lange weiterlaufen lassen, bis es ausgetropft hat. Hopp, da haben wir was vergessen. Nachzügler. So, dann haben wir jetzt unseren Selleriesaft. Und gleich hätte ich ihn verschüttet. So, wunderbar. Und wie angekündigt, der Dörrautomat läuft sowieso gerade. Hau ich das da jetzt dazu. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Moos. Aber es riecht intensiv nach Sellerie. Also ich glaube, so für meine selbstgemachte Brühe ist es bestimmt super. So. Jetzt geht ihr mit mir einfach mal schnell in die Speisekammer. Mit meinem Selleriemoos. So, da sind nämlich auch gerade jede Menge Kakis drin. Machen wir gleich mal einen Qualitätstest. Ich finde Kakis, getrocknete Kakis sind sehr dekorativ. So, ich habe derweil jetzt das mal angefüllt in einem Trichter, in einem Messbehälter, um mal zu schauen, wie viel da jetzt rausgekommen ist. Naja, 600, wenn jemand sieht. 600 Milliliter haben wir da jetzt rausgeholt. So, und so sieht das Ganze aus hier. Ja, jetzt haben wir hier die Teile und jetzt, jetzt muss man das halt wieder sauber machen. Aber man kann ja das alles relativ wenigen Teilen auseinanderbauen. Ja, in Summe macht das Ding tatsächlich deutlich weniger Dreck wie der Entsafter, den wir mal vorher hatten. Der hat auch schon beim Entsaften teilweise gespritzt und drumherum sah das aus wie Schwein. Es war hier sehr ordentlich, man kann alles gut auseinandernehmen. Das Einzige, dafür ist ja die Bürste jetzt hier da, ist halt das Sieb. Das muss man wirklich ordentlich schrubben, deswegen am besten immer sofort sauber machen, damit es gar nicht erst antrocknet, weil ich glaube, da tut man sich sonst keinen Gefallen. Der ganze Rest ist wirklich einfach nur entweder unter spülendem Wasser abwaschen oder einfach auch direkt in die Spülmaschine. Ich weiß gar nicht, warum wir es nicht in die Spülmaschine geräumt haben. Vielleicht war die gerade voll, weil es ist alles spülmaschinentauglich, also von daher. So, jetzt. Dann schauen wir mal, wie das schmeckt. Prost. 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 Wow. Pur ist das. Also lecker als was anderes, so viel steht fest. Uiuiui, aber was soll es für die Gesundheit helfen? Wundern, aber man soll es ja nicht auf Ex trinken, sondern in kleine Schlucken genießen. Genießen? Aber da kommt echt so eine Art Schwefelgeschmack durch, ne? Also das hat schon einen sehr eigenen Geschmack, so habe ich Sellerie gar nicht in Erinnerung. Und bitter. Uiuiuiui. Das wären anstrengende 9 Tage mit jedem Tag einen halben Liter von dem Zeug. Also ich werde da nicht mitmachen. Sag mal deinen Kommentar. Erik. Harte Tabak. Also die Mutigen machen das nach und der Rest genießt das Leben. Ciao.